Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 22. Januar 2020 stiegen zwei Piloten in Ecuviens bei Fribourg in einen Piper Archer 2. Ich habe leider keinen Piper Archer in meinem Simulator, deswegen verwende ich einen Robin mit der gleichen Motorisierung. Und sie wollten einen Nachtsichtflug absolvieren. Night VFR, das ist ein Zusatz, den man machen kann, nachdem man die Privatpilotenlizenz erworben hat. Und die beiden waren also ausgebildet für Night VFR. Der Pilot in Command, der gerade 65 Jahre alt geworden war, hatte zwei Monate vorher einen Checkflug für Night VFR absolviert und es hieß, die Leistung sei durchschnittlich gewesen. Er sei ein bisschen schnell aus der Fassung geraten, wenn irgendetwas nicht nach Plan verlaufen sei. Beide Piloten waren bekannt dafür, dass sie ausgiebig ein Tablet nutzten mit einer Navigationssoftware. Und es war geplant, dass man nach 7 Uhr in Ecuviens startet, dann zum Waypoint Ezewa fliegt. Falls du nicht Bescheid weißt, wie das ist, diese Waypoints, das sind so Blindflug-Meldepunkte. Waypoints, also IFR Waypoints heißen die. Die sind einfach nach Koordinaten definiert und haben so Fantasienamen mit jeweils 5 Buchstaben. Von Ezewa sollte es weitergehen nach Nemos, das ist mitten im Neuenburger See, dann zum Flugplatz Yverdon-les-Bains, weiter zum Waypoint Verrox, dann zum Flughafen Lausanne-La Blecherette, dann zum Waypoint Sausal, dann zum Flugplatz Gruyère, von Gruyère zum VOR-Funkfeuer Fribourg und dann zurück nach Ecuviens. Zur Planung der Flughöhen stand leider im Untersuchungsbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST nichts, aber vielleicht war gerade das große Problem. Wie lief der Flug ab? Man startete um 19.33 Uhr in Ecuviens auf der Piste 27, drehte dann nach links, also über den Downwind, in Richtung Ezewa, dann Richtung Nemos. Dazu musste das Flugzeug die Kontrollzone von Bayern durchqueren. Bayern war um diese Zeit noch aktiv und die beiden haben aber erst aufgerufen, nachdem sie bereits in die Kontrollzone eingeflogen waren. Und ich weiß nicht, ob es ein bisschen Trotz war vom Controller, ich möchte niemandem was unterstellen, aber jedenfalls hat er wahrscheinlich gesagt, nee, kommt nicht in Frage, wenn ihr schon nicht wisst, wo ihr seid, dann lasse ich euch auch nicht rein. Die mussten also abdrehen, scharf abdrehen nach links. Also es kann auch sehr gut sein, dass eben IFR-Verkehr war und dass sie tatsächlich im Weg gewesen wären. Die haben jedenfalls nach links abgedreht, also es ging schon mal nicht ganz nach Plan. Und dann flogen sie um die Kontrollzone Bayern herum, direkt zum Flugplatz Yverdon-les-Bains. Um 19.50 Uhr flogen sie auf der Höhe von 6.000 Fuß über Yverdon. Dann ging es weiter zum Waypoint Verrox. Und von dort, aus unerfindlichen Gründen, in ständigem Sinkflug in Richtung Flughafen Lausanne-La Blecherette. Um 19.56 Uhr sind sie über Lausanne geflogen, auf einer Höhe von nur noch 4.080 Fuß. Jetzt wäre eigentlich der Waypoint Sausal dran gewesen, aber aus unerfindlichen Gründen haben die Piloten anders entschieden. Sie flogen entlang des Ufers des Genfersees Richtung Vevey und zwar immer noch im Sinkflug. In Vevey hatten sie noch eine Höhe von 3.800 Fuß. Dann hatten sie offenbar vor, in Richtung Flugplatz Gruyère zu fliegen. Warum sie nicht höher flogen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Möglicherweise haben sie gedacht, sie würden sonst den Bodenkontakt verlieren. Es war ein bisschen dunstig, aber es hieß, die Lichter seien problemlos sichtbar gewesen. Ja, und natürlich war es eine sehr finstere Nacht. Man hat also wirklich nicht viel gesehen, außer eben den Lichtern am Boden. Der Pilot hat dann offenbar geschaut, dass er die Autobahn immer schön links von sich sehen kann, hat aber völlig vergessen, dass auf der rechten Seite ein Skigebiet ist, Le Pleiad, und er ist dort auf der Höhe von 3.888 Fuß in der Nähe von Châtel-Saint-Denis voll in den Berg gedonnert. Beide Piloten waren natürlich auf der Stelle tot.
Ja, wie konnte das passieren, wenn doch beide Piloten ein iPad oder sonst ein Tablet dabei hatten, mit einer Navigationssoftware, die auch die Höhe anzeigt, die auch warnen würde, wenn man keine sichere Minimalhöhe hat? Ich kann es mir nur so erklären, die beiden waren offenbar abgelenkt und man muss sich vorstellen, wenn es draußen sehr finster ist und man schaut in ein helles Tablet oder auch auf das beleuchtete Cockpit, selbst wenn man das nachher wieder ausschaltet, brauchen die Augen eine Zeit lang, bis sie sich wieder an die Dunkelheit gewöhnen und da draußen auch etwas erkennen können. Was möglicherweise auch eine Rolle gespielt hat, wenn man einen zweiten Piloten dabei hat, kann es sein, dass man sich in einer falschen Sicherheit wiegt. Dass man denkt, naja, also der ist ja noch ein bisschen erfahrener und der kann das sicher und ich rede dem jetzt nicht rein, das sieht ja blöd aus, sonst ist er unter Umständen noch sauer und unsere Freundschaft ist gefährdet und so weiter. Also das sind alles menschliche Faktoren, die dazu beitragen können, dass es gar nicht so eine gute Idee ist, mit einem zweiten Piloten zu fliegen oder dass es sinnvoll wäre, dass man auch da einfach sagt, nein, wenn ich irgendwo unsicher bin, dann sage ich es. Mein Leben und das Leben meines Kollegen ist mir wichtiger als irgendwelche Animositäten zwischen Freunden. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass die beiden keinen Moment Geneva Information aufgerufen haben. Es gibt natürlich keine Garantie und die haben auch keine Verpflichtung, das zu überwachen, aber sie haben einen in der Regel auf dem Radar und es hätte gut sein können, dass vom Controller in Genf ein Hinweis gekommen wäre, hey Leute, ihr seid ziemlich tief für dieses Gebiet. Ja, selbst für den Originalflugplan, muss ich sagen, ist es seltsam, dass die nicht gesagt haben, also wir fliegen da mindestens auf 9000 Fuß. Ich habe bei Skydemon das Terrain einfärben lassen und alles, was rot ist, ist höher als 4500 Fuß. Und die sind ja doch recht nah daran vorbeigeflogen oder wären nah daran vorbeigeflogen, wenn sie sich an den Flugplan gehalten hätten. Und da wären ja keine Lichter sichtbar gewesen, also wie man auf dieser Höhe hier in diesem Gebiet hätte fliegen wollen, das ist mir echt ein Rätsel. Warum haben die nie Geneva Information aufgerufen? Vielleicht auch hier falscher Stolz. Man will nicht vor dem anderen erfahrenen Piloten so dastehen, als bräuchte man diese Hilfsmittel. Das ist ein völliger Blödsinn. Das sind Hilfsmittel, die aus einem guten Grund da sind und es ist nicht einzusehen, warum man bei einem längeren Rundflug gerade in so einer zappendusteren Nacht nicht alle Hilfsmittel einsetzt, die zur Verfügung stehen. Meine große Frage ist, musste das wirklich sein? Muss man wirklich als Privatpilot, wenn man einen Nachtflug machen will, der ja keinen kommerziellen Hintergrund hat, muss man da eine zappendustere Nacht wählen? Wäre es nicht schlauer, man würde dafür vielleicht eine Vollmondnacht oder wenigstens eine Nacht wählen, wo man ein bisschen noch was erkennen kann, auch da, wo keine Lichter sind. Wenn es sich um einen reinen Vergnügungsflug handelt, gibt es ja keinen Grund, an die Grenze zu gehen. Und das war, glaube ich, kein Vergnügen in so einer völlig finsteren Nacht und erst recht nicht, wenn man diesen Flug mit seinem Leben bezahlt.